Zerfallen im eigenen Stadion. Borussia Mönchengladbach verliert im Pokal haushoch gegen Bayer Leverkusen 0:5. Ein Schützenfest. Ja, ich freue mich riesig, dass wir hier weitergekommen sind, eine Runde weiter, dass wir überwintern im Pokal. Das Ergebnis ist jetzt für mich jetzt nicht so entscheidend. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das im Pokal überhaupt schon mal gab, dass hier jemand 5:0 gewonnen hat. Aber das Besondere einfach, dass wir den Schwung vom Sonntag mitgenommen hat. Wir haben es natürlich anders vorgestellt. Wir wollten natürlich anders ins Spiel reingehen. Aus meiner Sicht das 0-1 vermeidbar. Ja, darf so in der Form verlieren wir, glaube ich, 3 Zweikämpfe, wo wir nicht entschlossen genug sind, den Ball zu klären. Sind dann eigentlich gut im Spiel, versuchen vieles richtig zu machen, haben ein gutes Positionsspiel, ja, haben dann auch eine Großchance um Florian Neuhaus, wo er dann gleich den Kopf hochnimmt, den Rückpassspiel ist da, steht glaube ich ganz frei, schiebt den Ball ins Tor, wäre der Ausgleich gewesen, wären wir drin gewesen im Spiel. Für mich das die absolut entscheidende Situation im Spiel, die Großchance, dann glaube von Stindl war es, die hält Lukas Radetzky überragend. Ich glaube, wenn da das 2-1 gefallen wäre, dann wäre die Chance groß gewesen für Mönchengladbach, dass das Spiel nochmal komplett kippt. Es war eine Phase, wo sie immer stärker aufgekommen sind. Was ich nicht akzeptieren kann, ist das 0-4, 0-5. Ja, da muss man dann auch als Mannschaft auf dem Platz dann erkennen, dass wir die Räume nicht mehr aufmachen dürfen. Ja, haben wir dann zum Teil hinten 2-2, sogar 2-3 gestanden. Das sind Situationen, das sollte uns nicht passieren. Ich denke, das müssen wir auch nochmal kritisch analysieren, weil 0-5 tut dann nochmal doppelt weh. Und von daher war das dann natürlich für uns ein gebrauchter Pokalabend heute. Ja, ich habe ja immer gesagt, das Selbstbewusstsein und die Leichtigkeit holst du dir und hauptsächlich zurück durch gute Ergebnisse. Und habe der Mannschaft immer den Glauben geschenkt, habe ihr den Mut zugesprochen und die Hoffnung dann natürlich auch damit verbunden, dass wir uns das Glück wieder erarbeiten. Und manchmal brauchst du es halt eben auch. Und für mich war wichtig einfach, dass wir den Schwung von Sonntag mitgenommen haben und ja hungrig geblieben sind. Bloß jetzt wollen wir das natürlich für Samstag nochmal bestätigen. Aber die Mannschaft hat sich das auch erarbeitet und den Mut gehabt und weiter an sich geglaubt. Bayer Leverkusen, brutal effizient und in den vergangenen Tagen in absoluter Torlaune. Für Gladbach ist das Pokalaus die 2. Niederlage in Folge.